Hallo New Jersey. Hurra, hurra. Greta, wie schön, dass du da bist. Großmutter, Großvater, wow, ihr seht gar nicht so übel aus im Großen und Ganzen. Bist du denn nicht froh, eine Zeit lang mal nicht in die Schule gehen zu müssen? Ich könnte meinen Sommer auch gut woanders verbringen als in Jersey. Also, du darfst einen sehr schönen Sommer hier verbringen. Aber nicht ohne gewisse Strukturen und Beaufsichtigung. Sie ist ein unverschämtes Mist. Sie hat gesagt, Mr. Boodles ist ein abgewetztes Sofakissen und er würde genauso aussehen wie ich. Ich werde euch sagen, wie es läuft. Ich gehe, wohin ich will, wann ich will und mit wem ich will. Und ich komme da nach Hause, wann ich es will. Also so läuft es jedenfalls bei Karen. Tun wir uns gegenseitig einen Gefallen, kommen wir uns nicht in die Quere. Hier trifft jemand Entscheidungen. Ich nehme dann mal die Hähnchenbrust. Wir kommen in ein Fischrestaurant, um Hühnchen zu bestellen. Und weißt du, wer in dem Alter genauso war? Karen. Au! Ich bin überhaupt nicht so wie meine Mutter! Überhaupt nicht! Greta, ich weiß, es ist nicht einfach, aber mach das Beste draus. Das geht mir gut. Kümmer dich nicht um mich. Es geht mir gut! Ich bin Julie. Ich bin Greta. Ich erzähl dir mal was über das Rad. Wem gehört das? Deinem kleinen Bruder? Ja. Wo hast du eigentlich kochen gelernt? Zu Hause? Nein, im Knast. Ich habe Scheiße gebaut und dafür gesessen. Aber mir würdest du trotzdem ein BMW klauen. Ich mag dich wirklich und... Das, was du zu mir gesagt hast, meinst du das ernst? Was ist denn hier los? Du verletzt andere damit. Du verletzt mich. Mom, wie geht es dir? Du kannst nun mal nicht alles, was in deinem Leben passiert, kontrollieren. Wie ist der Barsch? Woher soll ich das denn wissen?